Entschädigung für Hartz-IV-beziehende NSU-Opfer anrechnungsfrei. Ministerium erlässt Sonderanweisung. Berlin. Wenn alle Regelungen bei Hartz IV, sprich den Leistungen nach dem SGB II, so rasch und deutlich umgesetzt würden, wäre wohl so mancher Hilfsbeziehender heilfroh. Doch das dürfte wohl eher die seltene Ausnahme bleiben. Was sonst oft Monate, wenn nicht gar Jahre dauert und dann auch noch schwammig und verzwickt formuliert ist, geht im Falle der Opferentschädigung für die Angehörigen der angeblich von der ominösen Gruppe NSU Ermordeten schnell und unbürokratisch. Die Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, wurde nachweislich vom Verfassungsschutz aufgebaut, finanziert und gesteuert. Die dubiose Gruppe wird beschuldigt, mehrere Morde unter anderem an türkischen und griechischen Ausländern vollzogen zu haben. Für die Angehörigen dieser Mordopfer gibt es zwischen 5.000 Euro und 10.000 Euro Entschädigungszahlung. Da auch diese ausländischen Familien, wie sehr viele Ausländer, von Sozialleistungen leben, schwebte schon das Damoklesschwert der Anrechnung auf eben dieser über der Kontogutschrift. Doch hier reagierte das zuständige Ministerium außerordentlich schnell und zugunsten der Bezieher. In einer Anweisung an die Jobcenter, Optionskommunen oder wie auch immer es im betreffenden Landkreis genannt werden mag, zum Umgang mit der Zahlung lautet es: Zu den zweckbestimmten Einnahmen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu einem ausdrücklich genannten Zweck erbracht werden und einem anderen Zweck als das Arbeitslosengeld II Sozialgeld dienen, zählen zum Beispiel Härteleistungen aus dem Bundeshaushalt für Opfer extremistischer Übergriffe bei Personenschäden und immateriellen Schäden. Dass Opfer für erlittenes Unrecht entschädigt werden, ist völlig in Ordnung. Doch dieser vorauseilende Gehorsam und diese Sonderbehandlung gegenüber anderen Opfern stinkt zum Himmel. Man stelle sich ein deutsches Opfer vor, das von einem kriminellen Ausländermob vergewaltigt und dann zu Tode geprügelt wird. Hier erhalten die Hinterbliebenen keinen müden Cent. Es ist auch nicht zu glauben, dass dann das Gesetz eben zu deren Gunsten umgeändert würde.